Ja, hallo, liebe Freunde elektrischer Kleingeräte. Ich habe hier ganz was Feines heute gefahren. Das ist der BMW CE02. Traditionell muss ich sagen, ich bin kein großer Freund von elektrischen Motorrädern. Elektrische Roller auch nicht unbedingt. Aber das ist tatsächlich ganz was Besonderes. Was BMW gemacht hat, ist quasi ein BMX-Rad auf die Räder gestellt und ein 11-kW-Motor reingepackt mit zwei Batterien, die man leicht austauschen kann. Das Ganze reicht für, na, ich sag mal 90, 95, 100 Kilometer. Wir sind hier in Lissabon heute super gefahren. Das Ding mit 136 Kilo ist kein Überfrachter wie die meisten anderen Elektromotorräder, die einen wirklich umhauen mit ihrem Gewicht. Das ist leicht, handlich, fluffig und macht einfach ein Heidenvergnügen. Wir sind zwischen den Autos durch, über Straßenbahnschienen, über Kopfsteinpflaster. Das Fahrwerk macht alles super mit. Die kleinen Reifen, die haben Grip. Der Motor, der hat Druck, also alles, was man in der Stadt braucht, kriegt man hier super geliefert. Ja, ich muss zugeben, den CE02 fand ich anfangs vor allen Dingen ulkig, aber tatsächlich kann man mit dem Ding richtig viel Spaß haben, auch wenn man Elektromobilität nicht immer richtig gut findet, vor allen Dingen wegen der geringen Reichweite. Das ist beim CE02 etwas anders. Da ist angegeben, dass das ungefähr 90 Kilometer weit kommt in der größeren 11-kW-Version. Das reicht auf alle Fälle für zwei, drei City-Trips am Stück. Und diese City-Trips, die sind einfach ulkig, muss ich sagen. Die Gestaltung ist innovativ. Das Motorrad, Roller, BMX-Rad, Skateboard, ich weiß gar nicht, wie man es einordnen soll. Auf jeden Fall der E-Parcourer, wie BMW das nennt, ist sehr innovativ gestaltet. Man sitzt gut drauf, man hat alles in Reichweite. Die 95 km/h Topspeed haben wir ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Aber für Mitschwimmen in der Innenstadt bis 50, 60, 70 km/h funktioniert das hervorragend. Die Ladezeit gibt BMW ungefähr mit, ziemlich genau sogar mit 168 Minuten an, also von 20% auf 80%. Es gibt noch einen Schnelllader, der in der teureren Version, in der High-End-Version inklusive ist, dann reicht es in 102 Minuten, das sind also grob anderthalb Stunden. Da kann man also schon mal in der Pause was zurechtstoppeln. Ich freue mich schon drauf, diesen Text zu machen. Den lest ihr im Motorrad News April. Bis dahin, alles Gute, haltet die Ohren steif. Bye, bye.